Muss ich irgendwie an die Elder Scrolls denken. What is the lie of life? Oder irgendwie so. Also, was ist die Lüge des Lebens? Unschuld, mein Bruder. Ich liebe das. Das ist von meiner Lieblingsgilde der dunklen Bruderschaft. Morning Life. Credulousness. Also Leichtgleiche. So, nächstes Rätsel. Du kannst es mit einer Auster vergleichen. Müll geht rein und eine Perle kommt raus. Was ist das? Was sagst du zu 100 Uns für einen Hinweis? Bist du dumm oder tust du nur so? Ich bin ein Geist. Okay, ich versuche es. Vielleicht 50-50? Ja, richtig. Vielleicht werfe ich noch einen Genie in den Raum. Entweder ist damit der Abenteuer-Dings gemeint oder halt ein Flaschengeist. Nein, danke. Vielen Dank für den Genie. Ich erinnere mich nicht mal an den Zauber. Das ist eine Anspielung auf das letzte Kapitel im ersten Hexerbuch. Welcher Zauber? Egal. Könntest du das Rätsel wiederholen? Ja. In der Liebe geht kein Müll rein und eine Perle kommt raus. Beliefs ist ein bisschen zu hoch. Ich würde Wisdom sagen. Weil Weisheit kommt vielleicht aus Fehlern, aus einer dummen Idee, so wie der Zwerg da oben, der seine Ideen, also seine Erfindungen hat, wird vielleicht etwas Geniales. Der Typ, der, beispielsweise habe ich letztens gelesen, der Typ, der vorgeschlagen hat, man sollte sich dauernd die Hände waschen, wurde für verrückt gehalten, weil er behauptet hat, dass wir ganz viele kleine Tierchen auf unserer Haut haben, was ja eigentlich stimmt, Bakterien. Und die sind gefährlich. So, ich nehme Weisheit. Korrekt. Liebe und der Glaube wären zwar auch richtig gewesen. Was wären denn falsch gewesen? Ich habe vergessen, was das vierte war. Ach so, ja, Zwergen, Alkohol. Du hast den Test bestanden. Ja, da bin ich echt froh drüber. Ich bin wirklich froh drüber. Ich glaube dir, Geralt von Riva. Möchtest du mal noch das Manuskript? In der Tat. Das Gold ist wahrscheinlich einfach nur Übertreibung, denke ich mal. Richtig. Zum Glück werden noch viele Leute an meine Geschichte glauben. Leichtgläubigkeit ist eine wunderschöne. Du meinst, du gehst gar nicht weg? Nö, wieso? Warum sollte ich? Der König braucht immer gute Geschichten, als er ist. Eine gute. Einfach aus Respekt, ich werde dich nie wieder auslachen. Ich bin ein Geist. Das könnte ein Problem darstellen, findest du nicht? Ich glaube, der König könnte darüber hinwegsehen. Solange er ein schöner König für seine leichtgläubigen Leute bleibt. Ich werde drüber nachdenken. Vielen Dank für den Hinweis. Gern geschehen. Get out. Ah, hier Sekkus an Adam. Das heißt, die Bücher, die ich da gefunden habe, waren einfach nur Kreativität von den Autoren. Was ich cool finde. Aber halt persönlich mich jetzt nicht so reizt. Um ehrlich zu sein. Ihr merkt es ja. Wir wollten den Kram haben. Der Zwerg? Ich habe schon wieder vergessen. Ich habe ja auch ein super Gedächtnis, wie man weiß. Das ist ein offenes Geheimnis. Kurz auf die Uhr gucken. Oh, 4 ist das schon wieder. Okay, er weiß nicht. Wer wird das denn haben? Craft. Achso, okay. Ach, guck mal, hier habe ich eine Lagerkiste. Theoretisch. Hatte ich nicht. Entweder habe ich schon alles verkauft oder ich habe jetzt irgendwo eine Waffe liegen lassen. Eine Fackel. Glaube ich, im. Habe ich die hier unten aus den Links geholt? Das sind Kloaken. Ich glaube nämlich nicht. Ist ja auch nicht so schlimm. Ihr merkt ja, man hat hier viel zu tun, aber es ist jetzt nicht so krass. Nee, nicht Waldemar. Waldemar Wald, Wald. So, Craft. Hallo, wie läuft's? Ich hoffe, das ist die Schriftrolle, nach der du gesucht hast. Ja, exzellent. Wie hast du die.
das Wesen besiegt. Vergebt mir, das ist aber leider Berufsgeheimnis. Schön. Könntet ihr mir vielleicht noch einen anderen Gefallen tun, diese Rolle zu Debian Kadan bringen? Er weiß, was er damit tun soll. Dann bringt mir die Ergebnisse seiner. Sehe ich aus wie ein Lieferjunge? Ihr seht aus wie ein sehr starker und gefährlicher Lieferjunge, dem niemand dieses Paket abnehmen würde. Wie auch immer, laufen ist gut für Gesundheit, vor allem für 50 Euro. Ich laufe für 64 und wieder dieses Bitsystem. Runde zahlen, okay, alles klar, bitteschön. Ja, für diesem Bitsystem sind es natürlich runde Zahlen, weil wenn man alles durch 8 teilt, hat man eine runde Zahl. Mehr oder weniger zumindest. Im übertragenen Sinne, sagen wir mal. Leute, die Informatik studieren, zumindest ein bisschen Ahnung davon haben, wissen jetzt, was ich meine. Lululu, ich liebe Äpfel mehr als du. Lululu. Es geht. Ja. Ich habe ein Manuskript von Cruff. Er hat mir gesagt, ihr wisst, was man damit tun soll. Lifutur Bnaudlop. Gepriesen sei Dagon. Nach 4333 Jahren der Suche. Geralt, ja? Ich meine, du bist neugierig? Nee, Dingy. Na, du kamst von Cruff mit Lufthur Nadlob. Schön, ich könnte gehängt werden. Wenn ich dachte, ich würde jemand anderen sehen, außer Waldemar, der aus Crufts Bude hier zu mir herkommt. Und jetzt du. Mit einem Fisch, der so groß ist, so hast du. Du weißt schon, du musst dinglich sein. Bist du dinglich? Ich weiß nicht, was dinglich ist. Naja, ich habe den Geist besiegt, der das Manuskript hatte. Also bin ich dinglich. Ich weiß nicht, was das Ding ist. Oh, da hast du mir den Arsch gerettet. Ich habe fast das Geheimnis der Loge enthüllt. Auch wenn ich nicht wusste, ob du zahlst. Zahlen, du weißt, Pagan, wer ist Pagan? Was? Pagan, ich bin kein Pagan, wie du siehst. Ja, nee, du bist ein Novize. Du bist einfach gekommen, Rule, ich weiß nicht. Weißt du, ich hab's versucht, aber ich erinnere mich nicht. Ja, ich weiß, die haben meinen Zwergenarsch in den Rat gesetzt und ich weiß immer noch nicht die mysteriösen Geheimnisse. Es ist einfach schwer, diese ausgedachten Formeln zu behalten. Es ist wichtig, aber aber es ist immerhin wichtig, die Regeln der Geheimhaltung zu wahren. Ich tue, was von mir erwartet wird für die Loge. Und dann tue ich so, als wüsste ich nicht, dass du dingst. Ach, ich weiß auch nicht, dass du dingst. Du bist schlau. Ich freue mich über deine Dienste. Aber lass uns hier nicht rumsetzen und uns gegenseitig die Eier lecken. Ich habe das Ohr, das für das Manuskript. Ich habe das Erz, was nötig ist für das Manuskript. Also muss ich an die Arbeit gehen. Wann bist du fertig? Ich werde nicht aufhören, bevor ich diese Gläser oder Brille nicht fertiggestellt habe. Auch wenn ich Tag und Nacht schmieren muss, komm später wieder. In a bit. Bit klingt nicht viel. Deswegen gehe ich hier mal rein, raus und gehe nochmal rein. Also Thingy heißt Dings, glaube ich. So. Ja. Hast du das Ding fertiggestellt? Klares Ding. Es gibt nichts, dass ich nicht aus Glas und Eisen herstellen. Hier ist die Brille von Gut und Böse, das Glas von Gut und Böse, ich weiß nicht. Die Brille des Verstehens. Bringen Sie hin. Ich mache, was ich tun kann. Ist auch nicht. Ich bin total verwirrt, weil das jetzt zu viele Referenzen auf einmal sind. Will ich die zurückbringen? Ja, zu Kraft. Er hat ja Angst, dass ich sie verliere.
Ich hoffe, das ist nicht die Hauptquest, aber nee, die Hauptquest ist ja, dass ich den Friedhof säubern soll. Frag mich, was hier noch alles kommt. Also ist jetzt wirklich eine Menge hin und her gelaufen und kleine Quests machen. Wenn ich zu weiter mal zu Cruff. Cruff, wie auch immer das ausgesprochen wird. Hast du, wonach ich gebeten habe? Ja, hier sind die. Hier ist die Brille des Guten und Bösen, die. Das Glas des Guten und Bösen. Woher weißt du, was das ist? Demian hat es mir wieder. Perfekt. Wirst du versprechen, dass du niemanden davon erzählen wirst? Wenn du mir vorher erstmal erzählst, was ich nicht erzählen darf. Hast du gesoffen? Hast du Schläge auf den Kopf bekommen? Nein, das ist einfach nur mein Verlangen. Ich kann dir sagen, dass diese Gläser oder Brille eine der größten magischen Erfindungen ist. Antike Magie. Die Gläser oder die Brille des Guten und Bösen. Okay, es ist wahrscheinlich eine Brille. Lassen den Träger das Wahre aus einer Lüge erfahren. Er kann gute Männer von bösen Männern unterscheiden. Und ein Liebespaar von einer Zwangsheirat unterscheiden. Er kann weiß und weiß unterscheiden. Schwarz und weiß. Das habe ich auch gerade gesagt. Nein, hast du nicht. Tat ich. Und niemand wird mich überzeugen, dass schwarz ist und weiß, weil vor allem kein vorlauter Hexer von der Küste. Ich habe meine Kindheit damit verbracht, in Kermorn zu verbringen. Das ist auf der anderen Seite des Kontinents, in den Bergen. Und ich weiß, was ich gehört habe. Setz die Brille auf und du wirst sehen. Unglücklicherweise, um sie zu benutzen, musst du den passenden Aktivierungszauber kennen. Entsprechende Kräuter und Glyphen haben. Und die waren alle Teil in den Worten des Abdul. Und davon wurde bisher nur ein Teil gefunden. Das reicht. Erzähl mir mehr, weil ich immer mehr und mehr mich danach fühle, Rittersporn zu erzählen. Ich nehme meine Bezahlung und verlasse dich. Hier deine schön verdienten Ohren. Möge das Glück mit dir sein. Dasselbe für dich. Leb wohl. 64 Ohren. Das sind echt nerdige Anspielungen. Wirklich bekloppt nerdige Anspielungen, muss ich echt mal sagen. Dann zum Friedhof. Bin gespannt, was da noch kommt, ob da noch was mit der Brille kommt, weil sonst ist es wirklich ein offenes Ende. Aber da habe ich für mein Fazit auf jeden Fall schon mal was. So, na, auf jeden Fall hoch. Aber ich habe das Gefühl, so viel kann nicht mehr kommen, also, weil das Gebiet ist ja auch begrenzt. Also wenn, dann kommt halt noch, dass wir irgendwie in Helgas Haus zum Beispiel rein müssen. Ich kann mir aber vorstellen, dass das gar keine Rolle mehr spielt. Also es ist einfach nur und vorbei. Aber ich bin froh, dass man bisher in jedem Community-Abenteuer wieder ins Hauptmenü geschmissen wurde. Also dass man wirklich wusste, okay, hier ist vorbei. Ah, hier ist jetzt auch der Grave, Digga. Der war vorhin nämlich nicht da. Es geht, Digga. Ich werde keine Händler verbuddeln. Ich müsste ja aufpassen, dass ich die Kleidung nicht ruiniere. Da hätte ich auch keinen Bock drauf. Friedhof. Alter Vater. Oh, was hier alles rumsteht. Kommt zusammen, Kameraden. Nehmen wir die blauen Söhne gleich mit. Mit all dessen ein Graveier, wie haben wir das ausgesprochen wird. Ich habe mich gerade überlegt, ob das dieser freundliche Ghoul war, den wir mal getroffen hatten. Ich finde auch irgendwas mit. Ich kann mich besser nicht an den Namen erinnern. Ne, überhaupt nicht. Hab ich gesehen, zack, zack, und er war weg.